User left your channel. Abend. Es gibt ein bisschen Vorstoß. Wir haben um 8 Uhr leider nichts zusammenbekommen, weder Bollwerk noch Vorstoß. CW ist für heute nicht angemeldet. Aber jetzt mit 3 Minuten Delay geht's dann los. Eine Runde Vorstoß mal wieder. Schon lange her, dass ich den letzten Vorstoß mitgefahren bin. Aber es war vor der Gamescom, mein letzter Vorstoß. Oh, kommt ungefähr hin. Ansonsten hoffe ich, die schon zuschauen, hatten bislang einen schönen Wochenstart. User left your channel. Fräulein, runter von meinem Volker, Stuhl. Bitte ihr 100. Ihr 7, nee, das ist, der hat 2 schwarze Striche in seiner Raute. Ja, fast. Du, Daniel, ich habe gerade eben die Bettchat ausgerüstet für Dings. Weißt, kannst du nachher auch nehmen, also... Das ist das erste Effekt. Ich habe nämlich schon eine Direktive eingebaut. Na, die verfällt ja nicht. Nee, ich weiß, ey, aber ich habe sie gerade eben eingebaut, weil ich dachte, ich verbette. Aber gut. Wie viele Minuten haben wir noch? 5 Minuten und 14. Falls jemand noch einen Bollwerkscode braucht, stelle ich diesen nochmal rein. Nee. Ich will bloß hier 7 umbauen. Lisa, tragt euch ein. Der Leon ist im Rausschmeißwahlen. Er hat gestern schon wieder 4 rausgeschmissen. Kommt zurzeit sehr viele neue. Irgendwann greift das mit dem Clan-Tools. Womit greift? Was greift? Der Clan-Tools-Geschichte. Also ich bin drin. Nein, du musst den Code noch eintragen bei Clan-Tools. Deine Anwesenheit selber dokumentierst. Sieh das für seine Anwesenheit selber verantwortlich? Och man. Das sind ein Klick für euch. Oder sogar 2. Einmal auf Clan-Tools. Hier im Channel klicken. Das zweite ist, der Hermann ist on ihr. Das heißt, wir werden das wieder streamen. Bitte da vernünftig Verhalten an den Tag legen. Und wir sammeln uns dann gleich einmal unten im CW-Channel Himmelsdorf. Oder, damit wir das Leiter Gedöns richtig ausnutzen können. Channel switched. User joined your channel. 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 Volker, gehst du noch auf 100? User joined your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. So, dann den Rest schon mal bitte grün. Kann mich das jemand erinnern, den Scheiß hier wieder auszubauen bei der IS-7? Muss den ja gar nicht einbauen. Naja, doch. Kriegen wir immer noch mal den IS-7 für den vielleicht jetzt noch bis zum Ende? Oh, warte. Nein. Nö. Nee. Nicht mal fast. Wolschke. Kommt schon näher, ist ein Russe, ja? Nee, ganz, ganz falsche Nation. Ja, hat sie schon gehabt. Hat sie schon. Oh, warte. Nee, auch falsche Nation. Falsche Nation? Warte mal, was haben wir denn hier noch? Auch falsche Nation. Das sind die Panzer mit den Rückspiegeln. Oh ja, da habe ich noch einen. Guck mal hier. Nee. Nö, die hat's auch nicht. Nee, die hat's noch nicht, oder? Die hat's noch nicht, aber das ist fast, also noch ein paar tausend Kilometer weiter nach rechts und dann passt das schon. Weiter nach rechts. Also, auf der Karte. So. Warte mal, ihr Steam verkaufen. Ey, nicht nachmachen, ja? Jetzt noch bereitklicken, Martin? Nein? Erst in ihr Steam lassen und dann noch bereit? Ja, genau so. Ach, das war so schön.
Alter, ich in einem Heavy. Wozu? Danke, Moritz. Dieses Kranwagen ist auch ein Heavy. Wieso, wozu? Ich hab's nicht so gehasst, aber nicht mit Umkonto, dass ich ihn verkauft hab, easy. Kam das jetzt so spät an, die Nachricht auf Twitch oder was? Nee. Ich wollte hier nur das, ich wollte das nicht unterbrechen. Okay. Ich sehe das ja sofort. Okay. So, ich also sofort. Ich melde mich ab, meine Kleine ist gerade hinter mir. Gemute dort. Gemutet. So, dann Twitch, Hermann. Ich stelle gleich mal den Link wieder mal hier komplett rein. Leute. Hey, mal bei Twitch muss ich mich jedes Mal nur einloggen. Das nervt. Nö, das muss ich nicht. Ich bin froh, dass ich grün gemacht habe. Hast du falsche Bandzeile, Mann? Ja, ich bin froh, dass ich grün gemacht hatte. Jo, also sonst könnte ja Daniel noch nicht hier. Ah. Aber Daniel hat dafür auch noch eine Lösung gefunden. Ah, jetzt tut's wieder. Genau da, fahren alle gewertet hier Fechte. Ja, eigentlich könnten sie auch mal wieder gewertete Teamgefechte machen. Ja, ich höre dich, Frau. Aber nur bei, wenn es vernünftiger Modi wäre. Wie Bollwerk oder so. Ja, sie hören dich immer noch, meine geliebte Frau. So, und jetzt. So. Naja. Gehen wir mal mit unseren gesamten Heavys hier rein. Dustin, ich hätte gerne mal von dir, dass du hier anfährst, dann wieder abdrehst, dann hier auf dem Hügel fährst, abdrehst und wahrscheinlich dich hier hinten irgendwo im Busch hinstellst. Am besten ist auf A6. Bis du der Satellit der Kreisen tut, die 100 maximal bis hier. Von mir aus gerne hier hinten in der Senke rein. Nimm mir das alles mit, was in der Base drin ist, damit wir rüberflacken können. Was soll die Batschett nochmal machen? Ich kann das jetzt rein. Hier an Spot fahren. Rüber, hier hochfahren auf den Berg, runter, auf A6 stellen, warten auf Befehle. Und nicht sterben. Wir fahren jetzt hier den neuen Medium-Panzer, Type 7, also von daher gibt Gas. Lass dir nochmal Spot holen, wenn du nicht offen warst. Fahrt unten tief, wenn es geht. Da, ja, Spot. Super. Lass den Hau ab, nicht dass du weggenatzt wirst. Die 100 guckt, dass ihr den covern könnt. Die 7 runter, gucken, was da abgeht. Bunchkin Moritz zurück. Agro, ja. Ich gebe dir jetzt die Führung der IS-7, das heißt, du wirst von denen das Fokusfeuer ansagen. Bis an die Kante ranfahren, vorher nichts machen.
So, alle ihr sieben drehen jetzt sofort um. Zwei bleiben da stehen. Shit. Reihe bleiben stehen. Reihe bleiben stehen. Olli, zieh dich weg. Mach Anlauf. Mittelspot anfahren. Der E7-Trupp fährt bitte bis hierhin, ungespottet. Also hier hinten hinfahren, dann auf 9 und dann gibt es für euch den Befehl, ihr fahrt hier rüber und dann hier an die Kante, dass wir dann auch da schießen können. Also ich will, dass wir den Move machen. So, so, ja, mit Olli zusammen. Olli holt euch jetzt vorher einen kleinen First Spot. Die halten die Füße still, fahren tief, damit sie gar nicht vom Hügel beschossen werden können. SCB ist offen. Ja, nur noch Feuer. Ihr sieben, kampfbereit machen. Gucken, dass wir da rüberflacken können. Blind hinschießen, aber die Match stand. Jetzt ihr sieben, go, rüber, auf die Mediums drauf, los. Die ihr sieben, nachrücken, gucken, dass er hier Beschuss hinkriegt. Ihr 100, vorwärts, wir rücken jetzt hier komplett geschlossen hin, dass wir hier mit hinkommen, dass wir zusammen alle auf die Wedget wirken können in dem Bereich. Ja, dass wir dann hier reindrücken. Die Truppe gibt einfach wo Seitenfeuer nach da. Zieht euch weg. Oh, einfach rum. Einfach rumfahren mit ESI. Weiterfahren, rumfahren. War Artischlag passiert. Nicht hoch auf dem Hügel. Rum um den Hügel. Wollt doch nicht euch vorher eure AT schon wegschmeißen. Naja, okay, macht doch. Agro dann anhalten. Kein Feuerlöcher drinne. Welcher hinten und hinter uns? Ja, das machen gleich die 100. Aber wenn man kein Feuerlöcher hat, ist das ungünstig. Ihr 7 kommt, ihr drückt weiter. Benek hat sich auch rausgespalten von der Gruppe. Und rumdrücken, ja man, komm, gib Gas. Eher 100 auf den E50M mitwirken, wenn es geht. Oh, was ist denn an der Frage? Wir gehen hier und drücken nach oben. Nach da, mit dem E7 so schwer gelaufen gerade. Mann, jetzt wäre es doch richtig einfach. Nächstes Mal machen wir eine Taktikbesprechung, ey. Das erste Gefecht, ist nicht so schlimm. Die sieben können was machen. Also ihr könnt da drauf gehen, ihr könnt da reinfahren. Ja, egal. Ja, ein bisschen zu late jetzt gerade. Solltet hier mit drauf wirken. Kriegt ihr die nicht raus? Die stehen hinter der Häuser. Es ist nur noch einer, der hinter der Häuser steht und eine Fucht hinten ist. Da ist eine Batsche, guck mal, feuern. Wie lang die Kugel fliegen von dem Teil. Rechst du alle mit der AE bloß oder was? Na, ich hatte gerade noch AE drin. Hab schon gewechselt.
Ja, der nächste. Nur für mich die Frage, kam der Befehl hier auf den Berg hochzufahren oder war der Befehl hier sammeln und dann hier um die Ecke rum, dass wir da fahren? War jetzt für mich bloß, falls ich das falsch gesagt habe, muss ich mich entschuldigen. Zweite war das hier Sache. Also da habe ich sie gehört. An die 7 Fahrer alle. Ja, ich habe das auch so wie das zweite, also. Hat zwar nicht zu der Truppe gezählt, aber du hast gesagt, dass sie um den Berg rumfahren sollen. Jupp. Mittig sammeln mich, und dann. Frage ich mich, warum fahren die Leute auf den Berg hoch? Weil vier Leute vorgefahren sind und dann habe ich mich danach gerichtet. Nein. Ich bin Legionär, ich weiß nicht, wie ihr fahrt. Und dann dachte ich, dass es so gemeint ist. So viele Objekte von 40 wie wir haben, bitte. Wow, gar nicht so verkehrt, wa? Okay. Das heißt, es werden einige Objekte natürlich mit hier oben starten. Martin, ich hoffe, dass du unten startest, dass du gleich guckst, dass du hier reinkommst, um ja, den Spot zu holen. Wichtig, die Objekte, die hier oben starten, stellen sich bitte erstmal hier in dem Bereich ran. Und schnippeln hier mit rüber. Die Heavies drücken hier mit runter. Die können aber erstmal können die Heavies hier oben ranfahren zwischen den Häusern, dass wir nicht gleich so viel Beschuss kriegen. Aber so ranfahren, dass sie hier mit rüber flacken können. Dann Badjets, wenn es geht, mit hier vorne hin. Wir versuchen gleich diesen Bereich einzunehmen. Mit allen Panzern, die wir so schnell wie möglich dahin kriegen. Sollte das passiert sein, fahren bitte die Objekte dann an diese Position mit hin, hier unten. Ja. Irgendwelche Fragen. Es geht Kreuzfeuer aufbauen. Wenn wir die Seite kontrollieren, dann können die nicht cappen. Ja. Und wir können den Cap anladen. Wir brauchen nur Deffen. AP schon fahren. Außer mit den Mediums. Volle Suppe da rein oben. Versucht ein bisschen Schlangenlinien zu fahren. Versucht die rote Linie da zu fahren, damit ihr so spät wie möglich aufgeht. Wir haben einen Scout, der nicht schießt, der für euch Licht holt. Denkt dran, Dani, wenn die sich auch so aufstellen wie wir, dann, ne, die haben den besseren Schusswinkel, ne? Hatten wir ja schon mal. Ja, und denkt Seite daran, wenn ihr da den Hügel anfahrt, dann fahrt bitte nicht geballt auf einer Stelle. Versucht, vorne einen Scout zu lassen, der ab und zu mal rumpiekt. Die meisten hinter dem Hügel breitfächerig verteilt, dass ihr auf die gegenüberliegende Seite vom Berg schießen könnt. Definitiv kommt da der Artenschlag rein. Okay, wir haben Fennec, Domblitz, Junior hier oben. Ihr stellt euch erstmal hier hin. Ihr könnt auch gerne erstmal hier hinten stehen. Wichtig ist, dass ihr hier supporten könnt. Heavys fahren erstmal hier hin und dann fahrt ihr praktisch hier auf die Position. Hier ist auch noch so ein Hügel. Ja, also praktisch dann hier so runter und dann hier dahin fahrt, ist mir egal. Habt ihr bringt euch nicht um. Den Heavys ist das Ziel, nicht auf die Heavys zu gehen, sondern hier rüber auf die Mediums zu schießen. Junior, du bleibst dann gleich hier unten stehen. Wichtig ist, dass du unten mit abhebst, dass da unten keiner steht.
Die ist vor allen Dingen mit euren IS-7 APCR, Fluggeschwindigkeit erhöht. Badjet drüben. SCB drüben. Seid ihr aufgegangen oder was? Und die Badge raus. Ein Artischlag ist raus, Daniel. Gut. Ihr 7 Objekt, wenn möglich. Noch eine Flacken. Mediums, jetzt anfahren, drücken, drückt mir die weg hinter dem Hügel. Bin voll 71er zuerst. Angepinkt, ja, sehr schön. Das als nächstes. Sehr schön. Nicht rausfahren, nicht rausfahren, weil ich bin verpisst da. Oh. Ihr sollt die rausdrücken und nicht vorfahren. Hier, nächster Objekt. War 47er hinter dir, Volker. Gut, SCB 1. Ich hab grad eben Rennen, ich hab den Hamburg weg. Die Truppe Fennig, nur hier runter. Domnitz, was machst du da vorne? Jetzt auf die Heavys wirken, wenn's geht. Im Reload. Meine Leute, Herz in mir, ja. Wenn nicht, dann fahr zurück ein Stück. 113er. Drecksmunder. Fahr zurück und er fährt vor. Mann, Leute! Hinter euch eine Badge-Turne. Ja, ihr 7 zieht euch zurück. Nach unten ziehen. Zurückziehen nach unten, damit die Mediums wirken können. Aber echt! Ihr wisst, dass der Gegner da steht. Da fahrt ihr volle Suppe auch noch raus. Ich könnte jetzt mal kotzen, ey Junge. Die Taktik ist doch bekannt. Ja, aber ich bin nicht jetzt. So, weiter feuern. Ihr 7, One-Shot. Heavys, nur Licht halten. Gar nicht versuchen zu schießen. Komm nicht mehr dran, so. Deathlord kann sich ein bisschen weiter nach rechts verlagern. Ich bin nicht auf und der kann mich beschießen. Wie geht denn das? Indem der das. Blindschüsse. Volker, Blindschüsse. Er wisst doch, dass er im Busch steht. Domlitz eventuell weiter hier hoch verlagern, dass du vielleicht einen anderen Winkel noch hast. Deathlord, nur Licht halten. Reicht völlig aus. Trägt E7.
Wenn ihr den Treffen tut, HE, könnt ihr auch mal durchladen da. Dani, darf ich versuchen von hinten zu fahren? Nein, bleib da oben. Wir brauchen uns treffen. Na, einmal frei, Omlet, sieht doch. Jetzt kann der Deathlord ein bisschen mehr Licht holen. Mit immer aufpassen, dass er von E7 von links keinen Evenmord kriegt. Uiuiui, ui, war so voll geil, wenn ich das Deathlord tritt. Nö. Jetzt kommen sie fett vor die E7. Ruhig nicht dran. Ja. E7 unten, hier aufpassen, Dombit. Die andere ist weiter hinten gewesen. Da unten. Olli, hier aufpassen. Dombit, Lars, du gehst hier auf E7. Oder halt Badget. Da, nee, halt dagegen die Badget, ist gut. Halt gegen die Badget. Wo ist Badget raus? Auf die Badget. Sarge, bitte mit umdrehen. Helfen. Das ist ein einfaches Spiel, aber das hat da gerade ein bisschen, ja, also 50% der Medios hätten wir schon können. Aufdenken, ihr sollt ihn nur rausdrücken. Ganz gut umgesetzt. Und Moritz, wenn ich dich schon schilde, ja, dann fährst du weiter zurück und fährst nicht wieder vor. Ich bin die ganze Zeit zurückgefahren. Immer warst du wieder vor mir. Nee, ich bin hinter dir weiter und dann kam die Badget von der Seite. Selbe normal Angriff, Leute. Ja, wie sieht's aus? Taktikwechsel überhalten. Also, normalerweise ist das wirklich so, dass das die Taktik ist, egal von welcher Seite. Wir haben da tausendmal durchgespielt, weil du kannst nicht cappen, ja, wenn die Seite kontrollieren. Du kannst auch nicht angreifen, wenn die Seite richtig kontrollieren. Die stehen hier hinten mit dem Scout und ballern dich tot. Das ist echt. Ja, ist die neue Modetaktik, ne? Obwohl, die gibt einen Ding, guck mal, so aushebeln, dann kennst du auch, aber das ist schwer. Ich hätte jetzt aber sinnpfiffartig gesagt, dass wir die Aufstellung so lassen, damit die denken, wir fahren genauso. Ich hätte gerne den Mölschke, dass der hier spotten tut. Tät, tat. Macht. Spotten macht. Ich hätte gerne, dass wir hier oben zwei Badgets abstellen, die hier den Mölschke so ein bisschen Backup geben. Oder eine Badget, ein Objekt. Dass meine E7 hier anfahren, den Kampf hier aufnehmen und dass meine Mediums hier oben reinfahren, über den Berg gucken, aber sammeln geschlossen hier, über den Berg gucken und sofort die Heavys hier rausnehmen. Danach ziehen wir uns mit einem unseren Objekten komplett zurück und fahren die Nullerreihe an. Das werden wir mal probieren. Grün? Nochmal bitte. Wolfsky grün. Olli, willst du dann campen? Ja. Also du machst den Camp auf G4 und dann gehe ich dann mit den Mediums mit, ne? Jo. Gespannt. Wir fahren nicht andersrum, sondern wir fahren einfach bloß ein little bit anders, dass wir die Heavys erstmal rauskriegen. Ja, dann seid ihr praktisch hier. Von hier unten da hochfahren, ne? Hier hoch. Hier sammeln. Hochfahren. Feuerfrei auf die Heavys, da müssen die Heavys auch fallen. Also, da gibt es nichts mit Dings. Es kann sein, dass der Jagdpanzer hier hinten steht. Jawohl, das ist nun mal ein Jagdpanzer. Da versuche ich den Artenstadt dann draufzusetzen. Check.
Ein Heavy ist ein bisschen tiefer fahren hier. Das war hier so. In dem Bereich reingehen. Nicht so weit nach rechts. Nicht so weit nach rechts hart. Will jetzt nicht von den Mediums gekeult werden, weißt du? Munchkin fährt mit zur Badget hin. Wollt, dass der Badget und Objekt haben, ne? Die Schlag ist ready. Mediums kommt, ihr müsst ein bisschen mehr Gas geben, Mediums. Merkt, wie voll das geht nicht, Danny. Objekt. Oh, sind fast alle gesammelt. Bad-Chat. Bad-Chat first. Weg drauf. Euch geht's, versucht dich zurückzuziehen. Attacke. Und jetzt gleich rudeln, rausnehmen. Wir müssen E7 Hauptauftrag, denkt dran. Raus, 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 kommt die E7 raus. Bin im Reload. Nächsten, E7 jetzt vorwärts. Rudeln, 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 fahren. Team ist angepingt. Getrackt. Und weiter. Nächster. Nächster. 43er. Nächster. Kommt der Mann hier. Mediums, abhauen. Lasst die E7 in Ruhe. Ihr geht runter auf die Mediums. Auf die Gegner-Mediums. Sofort runter. Heavys, zieh dich hier zurück. Hier. Hier die Heavys zurückziehen. 40er angefackelt. Olli, Justin, hier, Frank, ab ins Cap, aber Dalli, du warst drinne. Nächster. Und zum Cap. Komm, mach den Reset. Rammel, rammel mit der Easy. War es. Ja, sorry, dafür ziehe ich für die Cap. Sauber, super geil gelaufen. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ehrlich. Das war bleib. Das ist dann die andere Variante, so weit auszuhebeln. Ich hätte jetzt gedacht, die bleiben drüben auf dem Berg und schießen uns dann klein, aber haben sie nicht getan. Das wäre uns noch lieber gewesen, ja. Schön gemacht. Ja, Tic-Tac-mäßig gut umgesetzt, gibt's keine Worte. Umstellen, schwer, das heißt, ich hätte gerne, wenn bei Bedarf. Aha, haben wir nicht. Okay. Oh, keine Ehren 100, auf Ehren 100 gehen, ich brauche 4 E7. Ja. Typ 5 schwer, haben wir Typ 5 schwer dabei? Wie gestern, ich möchte gerne wie gestern fahren, im CW, wer dabei war. Das heißt. Ja. In 100 ein paar Typ 5 schwer, ne? Ein paar Typ 5 schwer haben wir. Steiner, mir wäre zwei Mäuse. Einmal frei, gut. Ah ne, 263 hatten wir auch noch, Daniel. Haben wir ein 263? 263 hatten wir. Jagdpanzer auf R100 kann ich dir geben. Ne, zu langsam. Ne, wir haben keinen 263, haben wir nicht. Foch haben wir, Foch. Also kein E3. Ne. Domlitz, kommst du mit dem Foch gut klar, B? Oder was sagst du? Ich hab keine Foch. Jetzt haben wir aber drei Mäuse drin. Zwei Mäuse. Kann auch auf die Maus gehen. Oder brauchst du die Badge? Wir haben schon. Frank, ich brauch dich in der IS-7 oder sowas. Oder ein E100. Eine Badge okay. Reicht, Justin hat nur eine. Dann jetzt zwei oder drei. Wo? Ja, wir haben auf den E100. Oh, 3, 4. So, Volker, du wechselst mir um 50 B. Jo. Hey, der fährt doch Olli, sagt Paul, da muss der andere Panzer sein, oder? Nee, fährt sein. Also,
Und Agro Buddy nimmst du auch aufs Spiel. Dann kann der Dom, kann der eine wieder auf den von der Maus gewechselt, von ihren Hirten auf der Maus gewechselt ist. Andersrum ja. Kann du den. Okay. Dann grün. Das musst du ein bisschen. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Gas geben. Topstick. Akku noch grün. Justin. Bot. Fahren. Hier hochfahren. Wenn was kommt, mir ansagen. Hier 7, hier raus. Hier 100, hier raus. Mäuse, Schlachtergasse. Amix 50B, hier raus. Sofort ziehen wir hier runter. Wir sammeln uns hier und ziehen runter. Nochmal für die Badget. Bot, Mittel. Raus. Rüber. Dahin. Ich fahre hoch. Jetzt, ja? Hier an der Kante. Lass mir Justin durch die Mitte durch. Ganz wichtig. Willst du die Zweierlinie oder die Dreierlinie runter, Daniel? Zweier. Nee, Zweier. Über den Häusern, ja. Fahren gleich. Du hast du gerade den Spot abgebrochen oder was? Mann, saure Mühle hier an der Kante. Hilf die Bies bleiben bitte bei Volker, wenn es geht. Akku dann mit Volker zusammen. Und Heavy ist los. Hilf die Bies, ziehen bis hier zu der Kante vor. Schön, dass wir von vorne nichts kriegen und aim praktisch hier rein. Wir sollen die Dreierlinie fahren und selber fährst die Zweier, ja? Mach das, was ich sage und nicht das, was ich mache. Wenn zwei das gleiche tun, solange ich dasselbe, weißt du doch. Ach, dann wird's. Warte mal. Zoll am Hügel. Ungespottet. Pass auf, Agro, die schießen hin. Muss runter, 50 bekommt auch auf den Hügel. Mäuse, sofort zurück Richtung Pommesbude. Die 100 durch, die 7 hier an die Kante, dann abdrehen die 100 hier rein, dass wir ein Kreuzfeuer aufbauen können. 50 B nachziehen. Ja, fahr. Von rechts kommt Leute. Eine E100 zu dir, oder? Ja, bitte. Jetzt mach dir das Fokusfeuer eröffnen. Ja? Hey, Fennec, bleib du hier. Wichtig, dass ihr hier reindrückt. Ami. Was machst du denn da für eine Kacke? Ich ruhig bleiben. Bleib hinten an. Hat. Bunchkin und Fennec drückt rein, macht die E7, geht auf die E7. Geht auf die E7. Komm, mach's. Die E4 muss jetzt langsam fallen, die E4 muss fallen. Die E4 muss fallen. Die Truppe hier rein, ab ins Cap. Vernichten. Mäuse, Steiner, guck mal, Wolfgang, dass du hier mit auf dem 50 Spiel mitwirken kannst. Silber rechts. Moritz, du musst gucken, dass du versuchst, den Arsch zu schießen jetzt. Los. Den Typ zum Schwer.
Guck nicht zu dir! Warum? Man hört dich nicht, Daniel. Ja, ich hab auch nur so gepinkt. Achso. Mach dir da hinten. Los, den Typ 5 ja, raus. Das hat uns das mitgebracht. Hat ein bisschen erinnert. Aber die 50B haben sich da richtig kacke verhalten. Ja, ja, wenn ich ins Carré fahren dürfen. Hat doch keiner gesagt. Ja, ich hab mal Schaden. Leckt aber auch wie die Sau. Weil das hätte funktioniert, hätten wir den Bereich hier ganz schnell geklärt, wären wir hier schneller rum, hättet ihr nicht so viel Schaden gekriegt, aber da haben so viele Schüsse wieder abgeprallt. Mäuse sind nur zum Death da, ist logisch, damit wir die 50 Bs außer Gefecht setzen, das habt ihr gut gemacht, aber. XVM läuft nicht, ich habe überhaupt keine Karte richtig ordentlich hier was anzeigt. Es leckt wie Hulle. Ich habe jetzt gerade richtig beschissen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich nicht geschossen habe, weil jetzt kam nie eine Rückmeldung. Egal, wir spielen noch. Sorry, Christian, war keine Absicht. Hätte normalerweise gepasst. Naja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Das war bei mir jetzt ein Totalausfall. Vor allem wie das Setup von eben, ne? Jetzt sagt mir das Dings, ich habe viermal getroffen und es ging schon mal nichts durch. So, wieder auf die Panzer von eben wechseln. Ja, ja, da. Ne, das war jetzt so nochmal die Ansage für alle, so Daniel. Jeder weiß ja, was er vorgefahren ist. Objekt. Die meisten. Machen wir jetzt die erste Taktik oder die zweite? Wenn noch die dritte Taktik machen, weiß ich nicht. Die Martin, du musst gleich hier hoch, ja. Du musst gucken, dass ich den First Spot kriege hier am Busch. Ohne aufzugehen. Ich das ganze Ding bloß halten. Das ganze Ding bloß halten. Ja, also erst das. Ah, entweder das erste oder das zweite. Das erste wäre jetzt eigentlich interessanter, oder? Wäre die bessere Position eigentlich von da aus haben, ne? Eigentlich schon, ja. Wenn wir uns da komplett auffächern können, da auf der Seite haben sie kaum Möglichkeiten, sich in Häuser zu verstecken. Könnten dann natürlich auch nur dann 3-4, wenn wir das einnehmen, 3-4 da lassen zum Schnippeln und der Rest dann rüber. Aber ob natürlich so viele überleben, ist die andere Sache. Okay. Die sind diesmal schwerer aufgestellt, ne? Kein Problem. Haben wir hier oben, was haben wir hier oben? Haben wir hier oben Medium? Panic und Dumbledore, wollt ihr immer bei mir starten, oder? Ja. Ihr beide. Ja. Hier oben lang. Ich hätte dich gerne hier oben zur Absicherung und zum Gucken, dass wenn die hier drauf drücken, dass ihr vielleicht noch von dem Bereich hier rüberschießen könnt. Ihr seid so ein bisschen, ja, so ein bisschen kleines Guckmäuschen. Nein, die Truppe. Wir fahren sofort runter. Wir bleiben hier nicht stehen. Wir fahren sofort runter in dem Bereich. Ne, wir fahren. Warte, ich überlege. Ne, wir fahren erstmal runter. Wir nehmen hier oben ein, ne? Ja, erstmal da, logisch. Wenn er es so schafft, da, dann nach da, logisch.
Fahrt einfach durch, fahrt dahin. Heavy's Badget. Oh, durch sie durchgeschossen. SCRV, SCB1, links, ihr 7. User joined your channel. Hi. Hey, gerade gefecht. Und jetzt Domle von oben. Wer bleibt denn da oben stehen? Ja, wird nochmal los. Wenn man oben stehen bleibt, nimmt man den auch. Ich war einfach nicht schneller mit dem Hunger. Medups, kommt Medups, jetzt müsst ihr drücken. Medups, ihr müsst jetzt drücken. Was ist die Badge hier entdeckt, erst? Dann wird's nicht vorkommen. So, durch. Jetzt auf dem Präsentierteller. Das Low der SCB, oder? Egal, was, müssen alle. Rausnehmen. Ihr sieben bleiben, sind gleich. Dann abhauen. Panik, Dummlitz, abhauen. Beine Hand, tief fahren. Polina. Irgendwelche senken Kugeln, abhauen. Objekt mit 300. SCB. Ruhe, Heavys weiter hier rüber feuern. Sofort alle Mediums cap. Nächster 140er hier. Badget. E7, jetzt dann hochziehen. Während der Fahrt machen. Während der Fahrt. Los, komm, 6 HP, nehmt's raus. Und dann die Badget. Werd mal an. Ihr müsst euch. E7 auf die E7. Auf die E7. Los, ab ins Cap, Mates. So, nein, stopp. Nee? Ihr dreht sofort ab. Ihr dreht ab. Haut ab. Guckt, dass ihr die einzelnen E7 bekriegt. Zieht weg. Silber, wenn's schaffst, sofort wieder hoch. War schon hinter der Brücke an. Versucht jetzt tief zu fahren mit euren Mediums. Hier hinten wieder hochkrabbeln. Aber ziemlich zügig. Nicht draufdrücken, Vernichter, zurück. Guck mal, ob ich da aufgehe, wenn ich da aufhabe. Ach, geht. Volker, raus, hoch. Hier 7, jetzt wieder zurückziehen. Versuch mal einen Schuss rauszugeben, Moritz. Und zurückziehen. Das sind schon wieder rüberflacken und runterfahren, Moritz, runter mit Sarge. Der Elefant auch weiter zurückfahren. Lass das zurück. Stopp, jawohl. Schön. Sarge, bisschen tiefer fahren, hier ausrichten, dass du ein bisschen nach da guckst und Medium von oben jetzt. Ja, ist die anderen Mädels brauchen so lange hier hinten. One shot. Der Elefant bleibt da an der Schräge stehen. Nicht wirken. Moritz auch nicht hoch. Nicht wirken, nur aufhalten. Ich sehe ihn getrackt. Weiter getrackt. Immer noch getrackt. Ich komm nicht mehr weg. Ich hab die. Elefant nicht einwimmern lassen. Seid nicht dafür da, um jetzt den Schaden rauszuballern, ja? Nein, ich will bloß aufhalten und geht nur zu, wenn ich unten stehe. Der ist doch aber noch offen. Solange der offen ist, braucht ihr gar nichts machen. Es ist ein Fahrzeug offen. Jetzt unten, E7. E7 drücken auf E7. Also, nicht drücken, zielen. Getrackt. Einer muss hochfahren, weiter Licht halten, bitte. Moritz, das machst du. Ja, bin drauf. Alles gut, Moritz, es sind noch offen. Fahr zurück. Getrackt. Schnell wo dran. Junior, nicht so weit vorfahren. Fahr hinten rum, fahr hier hin. Wo
uns weiter rechts anfahren. Licht, da ist ihr 7, Achtung. Oben die E7 mit 700 wieder offen. Geträgt. Hat die Schossen, Moritz. Komm, hol den Schuss raus. Nimm ihn raus. Jawoll. Bitte, müsste die One-Shots da rausnehmen. Fährst du durch, kannst ins Cap fahren. Ohne aufzugehen, ganz rote Linie lang. Ja, die Hütte kann man kaputt schießen, ne? Nein, teilweise. Sarge tief bleiben, unten nach unten gucken, wenn es geht. Fahr ein Stück weiter runter. Vom Prinzip her, Sarge und Bielefant, fahrt runter, holt euch die raus, beides One-Shots. Bin im Cap. Ich traue mich gerade, wie unsere Dings da aufgehen können. Objekte. Moritz, pass auf links von dir. Fahr zurück. Auf die E7, Feuer bei Moritz. Steht im Arsch da. Leute, warum kümmert ihr euch nicht drum? Ping mal an, Moritz. 1000 HP, Feuer raus, im Arsch. Komm raus. Komm. Ja. Mann. So, letzte E7, Sergeant, wir wieder zurück und dann. Schön. Gut verteidigt. Haben wir gut gesehen, dass sie sich mit ihren E7 hier total committed haben, weil sie auf zwei Fahrzeuge gegangen sind. Wir haben den Turn gemacht, um die Mediums rauszunehmen, danach auf Position gefahren. Schlechte Taktik vom Gegner. Gut umgesetzt von uns. Wenn wir mal durchkommen ohne Gold. Da ist mal ein HE dabei. Wirklich einmal frei. Wir haben so, wie im ersten Gefecht, haben sie mir wieder das Munitionslager gezogen. Kurz davor habe ich Ketten repariert. Das war wirklich. Alter, ihr habt dreimal Munilager repariert. Ein Tick zu spät, die Raff, Daniel, mit dem anderen. Wir haben Vorstoß gewonnen. War kein schlechter Clan. Wir haben es aber gewonnen. Wir haben kein Unentschieden gespielt. Wir haben nicht verloren. Und es waren auf, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auf Westfield Top-Spiele. Wirklich Top-Spiele, bis das eine Mal, wo wir da rausgefahren sind mit den Lights und mit den Mediums. Ins Kreuzfeuer, das haben wir trotzdem noch gut gerissen und gewonnen. Super gespielt. Also, war ein schöner Vorschussabend jetzt. Das letzte war echt böse von Credits. Dreimal Munilager reparieren, richtig teuer. Nö, du zahlst ja nur einmal deinen Rap-Kit. Und ich hab trotzdem Minus immer. So viel daneben hier. Du zahlst nur einmal das Rap-Kit. Nicht nee, pro wirklich, Aufladung. Das hat mir die Disziplin war auch okay, ab und zu ein bisschen gelabert, zu viel fand ich, aber so bei Himmelsdorf, gut, das ist, haben wir zwei Fehler gesehen, haben wir angesprochen. Ansonsten das erste Fecht, ja, was soll's, das ist nur mal scheiße gelaufen, wenn wir da was falsch verstehen, sind noch viele da, die war noch einige, die mich nicht kennen als Feldkommandant. Aber so vom Westfield geil verteidigt, geil angegriffen, jetzt nochmal geil verteidigt, top. Ja, die hatten ein Problem, die konnten sich nicht auf uns einstellen, Daniel, weil der zweite Mal eben bei der ersten Runde von der anderen Seite lief. So, da ist der Abend auch schon wieder vorbei. Ich wünsche euch eine gute Nacht, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bis übermorgen würde ich sagen.